Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Was machen wir am besten? Ich habe noch keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich denke, wir werden auf jeden Fall Nosferatu weglegen, denn ich habe nicht das Gefühl, dass Nosferatu uns weiterbringen wird. Wir könnten... Ich sollte nicht Bora zurückholen, denn Bora haben wir uns fair und ehrlich verdient. Durch Entwicklung. Okay? Und Bora kann ich vielleicht einen Angriff beibringen, ansonsten... Ich weiß es nicht. Was wäre ansonsten... Baldrian. Los geht's, Baldrian. Baldrian kann sich weiterentwickeln. Das ist das Geheimnis des Ganzen. Ich würde sagen, wir verteilen den EP-Teiler für Baldrian. Und schauen, dass wir es entwickelt bekommen. Und zusätzlich werden wir noch zum Attackenerlerner gehen. Wo befand er sich? Das ist eine ausgezeichnete Frage, die ich gar nicht beantworten kann, aber... Ich werde mein Bestes geben, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Okay? Es ist so dunkel. Es ist generell relativ spät. Bald wird es Nacht in dem Spiel. Und zwar war es in... Ewige... Herzlingen? Nein. Herzhofen? Nein. Trostu? Schleide? Ich glaube, da war ein Weideburg. War er in Weideburg? Ich glaube, es müsste Weideburg gewesen sein, wenn ich euch wahrscheinlich einfach googeln, wie jeder andere auch. Weideburg, habt ihr irgendwo den Attackenerlerner zufälligerweise? Kann ich nicht genauere Details auf der Karte nachschauen? Ich weiß, dass das in manchen Spielen geht. Wenn man auf der Karte einfach A drückt. Oh, Moment. Auf dem Touchscreen, auf das Plus. Ursprünglich, ja, ist mir egal, wofür die Stadt gegründet wurde. Ha, okay. Da stehen keine... Die Spielhalle? Ich glaube, das wird da nicht dran stehen. Sein könnte es da sowas dann dran steht wie, oh, hier lebt übrigens der Attackenerlerner. Bei dem kann man eine Menge Attacken erlernen. Das war Tribihaus, hier waren wir auf jeden Fall drin. Versuchen wir es da oben. Wenn nicht, werde ich mal schnell Google anwerfen. Und wir werden einen Blick darauf werfen und schauen, wo sich befindet. Waren wir hier? Im Großmoor setzen sie eine Eilbahn ein. Oh, warte, wir können noch ins Großmoor. Was? Ich weiß, was wir jetzt machen werden. Wir gehen jetzt rein und wir versuchen, Pokémon zu fangen. Was haltet ihr davon? Yeah. Ja, das ist ein Plan. Ich würde gerne ins Großmoor. 500? Yeah. Wie werden wir das Ganze handhaben, da es Safari, eine Safari-Zone ist? Ich würde sagen, es geht nicht darum, welchen Pokémon wir als erstes begegnen. Ich meine, ich muss jedes Pokémon, den ich begegne, fangen, okay? Versuchen zu fangen. Aber ich würde sagen, ich darf das erste behalten, das mir gelingt zu fangen, weil komm schon, das ist ja, das sind Safari-Bälle. Ist nicht so, als ob es fair wäre von meiner Seite aus. Oh Gott, das war eine Sache. Oh, ich hasse, wenn das passiert, okay. Ein Mushas. Okay. Folgende Sache. Köder bringt, dass das Pokémon nicht flieht, aber dafür ist die Fangrate niedriger. Und Matsch bringt, dass das Pokémon wahrscheinlich ja flieht, aber dafür ist die Fangrate höher. Das heißt, wir werfen einfach normalen Ball und hoffen auf das Beste. Schon. Oh nein. Dieses Mushas will dich. Ball. Komm schon! Nein! Das ist ein Verflixt! Das ist ein Verflixt und zugenäht von meiner Seite aus! Flieg-Safari-Ball! Ich muss übrigens ehrlich gestehen, ich bin, abseits von Generation 1 war ich nie ein Fan von den Safari-Zonen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich danach... Das Konzept war tot für mich. In Generation 1 gibt kein Gamma und Janera. Man denkt sich, ja, das ist cool. Das sind die seltenen Pokémon. Es ist unfassbar frustrierend, sie zu fangen. Aber in den neuen Editionen, ich weiß nicht. Ich hab's nie ganz gefühlt. Es schwimmt rückwärts, indem es seine Schale öffnet und schließt. Es zeigt immer seine breite Zunge.
Es zeigt immer seine breite Zunge. Haben wir einen Doppelpunkt? Wir haben einen Doppelpunkt. Wir machen aber ein Semikolon. Und dann machen wir ein P. Das habe ich nicht in meinem Team, richtig? Oh ja, wir haben Baldrian dabei. Genau, genau, genau. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal noch ein bisschen hier um. Auch wenn es nicht allzu viel zu sehen gibt. Areal 3. Und jetzt fahr los! Das fand ich auch immer seltsam vom Konzept, dass man diesen Zug hier hat. Ich will jetzt nicht wirklich durch den Matsch laufen. Was kann ich hier Schönes machen? Irgendwas Interessantes machen? Ich meine, das ist ein Pokéball. Eine Palmbeere. Die gute alte Palmbeere, dann fahre ich nach oben, schätze ich. Real 6? Denke ich? Oh, warte, das ist hier. Au. Oh. Es ist seltsam aufgeteilt. Okay, verstanden. Ich glaube, es ist die Chance, dass wir vielleicht noch einen Pokéball mitnehmen können. Ich weiß übrigens nicht, ob ich durch den Sumpf durch kann. Oh, ich kann vielleicht durchsurfen, aber hey, wer weiß es schon. Areal 2. Wie wär's damit? Die 2 ist... Yeah. Ja, das wollte ich sehen. Sie ist hier oben. Die Musik aus der Safari-Zone ist aber ein Hit, muss ich fairerweise gestehen. Ich glaube, man findet hier nach einiger Zeit ganz andere Pokémon als an den Tagen vorher. Oh, das ändert sich hier ein bisschen. Ich weiß, dass es oben ein Typ an einem Fernglas gab und der hat gesagt, oh, heute habe ich einen Toxiquack gesehen. Willst du nicht auch mal rüberschauen? Und dann kann man da rüberschauen, wenn man das möchte. Kann ich da jetzt rüber? Oh mein Gott. Ja, man kann hier durchlaufen, okay. So halbwegs. Ist ein bisschen seltsam. Muss ich ehrlich gestehen. Ich bin nicht der größte Fan davon. Ja, jetzt sage ich nicht durch den, durch das tiefe Matschzeug. Oh mein Gott, laufe sollte das okay sein. Natürlich gibt es jetzt auch wieder die Leute, die sagen, ey, du kannst so viele Pokémon hier fangen, wie du Safari-Bälle hast, aber gib mir zu viele Möglichkeiten, Pokémon zu fangen. Nochmal eine weiße Flöte. In diesen Spielen. Das können wir so nicht einfach machen. Könnte ich einfach sagen, okay, hier kann ich jetzt 800 Pokémon fangen. Wenn ich das Bedürfnis danach habe. Das funktioniert so nicht. Oh, ich habe sogar Lorblatt. Lorblatt ist eines der wenigen Starter-Pokémon, wo ich sagen würde, ist die zweite, oder generell Pokémon, wo ich sagen würde, wir haben Glücksei wieder. Die zweite Form ist am besten. Ich meine, wenn wir das Glücksei haben, dann müssen wir es jetzt auch verwenden. Ganz offensichtlich. Ich hasse Dornopto. Lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht mit dir reden. Oh, dieses dumme Dornopto. Gott. Dieses dumme... Okay, ernsthaft, lass mich in Ruhe. Mir gerade dieses ganze Reden und der generell etwas tun ist ein bisschen anstrengend für mich. Ihr müsst wissen, ich als jemand, der seinen Verpflichtungen als funktionierendes Mitglied der Gesellschaft immer zu 100% in dem Ausmaß nachkommt, wie das sollte, habe erst vor einem Monat mich darum um meinen Impftermin gekümmert. Und wie es aussieht, aus irgendwelchen Gründen bei meinem Hausarzt muss ich einen Monat warten. Ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, was, aber das ergibt keinen Sinn. Ist es nicht überall, keine Ahnung, gab es nicht Aktionen und sowas, dass Leute hingehen? Ja, ich weiß, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall. Zeit ist abgelaufen, Ding Dong, hatte ich die heute. Das heißt, falls ihr euch noch Sorgen macht, ob ihr vielleicht zu spät dran seid und sich nicht mehr lohnt. Nein, ja doch. Okay, könnt ihr auf jeden Fall machen. Weil manche brauchen nur ein bisschen länger, um sich zu entscheiden, wann sie das Haus verlassen. Ist nicht so, als ob ich Impfungen kritisch gegenüberstehe fürs Protokoll. Ja, wir werfen was ein. Oh, ein Priscilla. Und ein Item. Und ein Arbok. Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Auf jeden Fall war die heute und, und Stalos! Und Dwight! Oh, hier sind so viele coole Pokémon. Wir müssen ja abhauen. Es sind so viele coole Pokémon. Es sind nur coole Pokémon. Und, ich fühle mich doch ein bisschen schwächlich gerade. Und ja, wollte ich nur mal eben in den Raum werfen. Das werde ich nämlich als, ich werde nämlich sagen, wenn es zu Konzentrationsmangel und deswegen auch zu Leistungseinbußen von meiner Seite aus kommt, werde ich die Schuld darauf schieben. Ganz recht.
So, Attackenerlerner heißt der. Erinnerer? Heißt der Attackenerinnerer? Platin. Oh Gott. Attackenerinnerer Platin. Der Attackenerinnerer befindet sich in Weideburg neben dem See. Sind wir nicht gerade in Weideburg? Weideburg. Neben dem See. Hier ist ein See. Wo ist hier ein See? Das hier drüben soll ein See sein. Das ist ein Tümpel. Aber okay. Ich würde es kein See nennen. Ich gehe ziemlich oft nach Trosto, um meinen großen Bruder zu besuchen. Bei lokalen Zeitungen dort bekomme ich für kleinere Aufträge Herzschuppen. Alle nennen mich Attackenmaniac, ich bevorzuge den Namen Attackenhelfer. Ich kann alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Sollte ein Pokémon eine vergessen haben, bist du bei mir richtig. Ich kann auch deinen Pokémon-Attacken beibringen, die du magst. Das Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe, sammle ich nämlich. Oh, das ist es. Das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich raten. Ja, du sollst aber meine Pokémon-Attacke beibringen. So, ich habe einfach mal die Hoffnung, dass Bohrer irgendwas Gutes hat. Wir werden sehen, wie es laufen wird. Welche Attacke sollst du lernen? Feuerzahl ist jetzt nicht der Oberhammer. Aber ich denke, wir müssen das machen. Einfach damit wir Bohrer ins Team zurückholen können. Denn die anderen Angriffe sind aktuell nicht optimal. Bitte charmant und das gehaltene Items, kriegt das und stiehlt es dann. Ich denke, wir können bezirken. Packen wir Grimbasse, wenn ich Grimbasse jemals benötigen werde. Okay. Wir haben leider nur eine Herzschuppe und. Ich glaube, wir können nicht wirklich an mehr kommen. Oder? Können wir an mehr kommen? Trost du. Kann man Aufträge erledigen? Ich weiß nicht. Aber wir können hier mal eben rüber surfen, wenn wir schon mal dabei sind. Hier muss auch noch irgendwas. Hier sind Schiffe. Tafelwasser. Glaubt ihr, in den Schiffen kann man irgendwo ein Mew finden oder sowas? Das würde ich ziemlich cool finden. Ich bin übrigens ein bisschen nervös, wie die gestrige Folge laufen wird, ankommen wird. Denn, zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, kam die noch nicht. Die kommt erst morgen. Und ich habe hier übrigens geangelt in dem Gebiet fürs Protokoll. Und, ich habe das Gefühl, Leute werden nicht begeistert sein. Ich habe das Gefühl, Leute werden nicht begeistert sein. Oh, wir werden sehen. Ich lache, aber ich bin ein bisschen besorgt. Ich würde fast sagen, ich werde einfach mal schauen, dass ich ein Glücksei einen guten alten Bohrer gebe und dann werden wir eine kleine Trainingssession an den Tag legen. Und mit wir meine ich selbstverständlich nicht wir im Sinne von du und ich, sondern im Sinne von mir. Meiner Majestät. Ich meine, ich habe gesagt, dass eine Glücksei dürfen wir nicht haben, das war verflucht, da jetzt, wo wir noch eins gefunden haben, will ich das eigentlich legitim ist zu verwenden. Außerdem erleichtert es mein Leben ganz ungemein. Erinnert euch noch, als ich die Diamantnaslok gemacht habe, was ich hier an der Stelle gemacht habe? Einen Punkt habe ich dann gesagt, oh ja, mein Pokémon trainieren müssen und das. Ich hatte keine Lust, ich habe Sonnenbonbons verwendet. Und das war ein Fehler. Das ist eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe. Das ist, darf nicht zu ehrlich sein bei diesen Pokémon-Naslok-Challenges. Habe ich die Geschichte erzählt, dass ich mal in Omega Rubin gestorben bin? Das war nach dem ganzen Elektroball-Vorfall. Ich glaube, die Geschichte habe ich mal erzählt. Vielleicht erinnere ich daran. Und dann bin ich irgendwie, ich habe all meinen Pokémon hochtrainiert. Es hat ewig gedauert. Und dann bin ich irgendwie bei einem der ersten paar Trainer gestorben. Ich habe gesagt, nein. Nein, das werde ich nicht akzeptieren. Und dann habe ich so getan, als wäre es nie passiert. Habe die Aufnahme beendet, nochmal neu angefangen und bin dann, glaube ich, drei Trainer weiter gestorben oder so. Das heißt, an dem Punkt hat es nicht viel geändert. Aber der Betrug war definitiv da. Und den Diamant habe ich, genau, ich habe gesagt, ich habe meine Pokémon mit Sonnenbonbons hochtrainiert, weil ich keine Lust hatte, sie so zu trainieren. Leute waren nicht begeistert. Was ich immer noch nicht ganz verstehe, weil es ist so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme. Aber ich muss fairerweise anmerken, seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Seitdem habe ich fair und ehrlich trainiert. Und es hat viel, viel meiner Lebenszeit gekostet, aber ich habe es getan. Würde ich Informationen mit euch teilen, wenn bei einem Offscreen-Training ein Pokémon gestorben wäre? Lass mich an der Stelle transparent sein. Wer weiß das schon. Aber ich habe immer fair und ehrlich trainiert gegen wilde Pokémon, okay? Und es hat lang gedauert. Und genau das gleiche werde ich jetzt auch machen. Das wird so lange dauern.
Okay. Ich habe mir trainingstechnisch die Sache überlegt. Ich sollte das anders machen. Das gegen die wilden Pokémon dauert einfach Jahre. Und damit meine ich, es dauert wirklich lange. Und zwar, wie wär's, wenn wir versuchen, gegen Trainer zu kämpfen nochmal mit dem Trainer-Dingens. Wo war das? Wo kann ich Rematches gegen Trainer machen? Komm schon. Warte, habe ich das nicht? Habe ich die Erweiterung nicht? Ich hab doch die Trainer-Rematch-Erweiterung, oder nicht? War das die Erweiterung, die man dafür braucht? Da muss man sie einfach nochmal anquatschen. Das war eine Erweiterung, oder nicht? Nein, wir kommen hier nicht weiter. Hä, aber da war doch irgendwas. Okay, es scheint keine Erweiterung fürs Pokécatcher dafür zu geben, aber... Dann war es ein Basis-Item, oder? Kampfkamera? Nein. Kampffahnder. Wie ist mit dem Kampffahnder? Aha! Ich glaube, da muss man da immer, keine Ahnung, 250 Schritte oder so zurücklegen, bevor man den nochmal einsetzen kann. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber wir können direkt nochmal kämpfen. Togetic. Level 30. Ja, Togetic Level 30 sollte soweit ein einfacher Gegner für mich sein. Aber ja, dann werde ich mal mein Glück mit dem Kampffahnder versuchen. Oh, Bohrer will Knirscher lernen. Ich meine, nicht optimal, aber doch, das ist eigentlich ziemlich gut bei genauer Überlegung. Ich meine, damit können wir auf jeden Fall gegen Psycho-Pokémon schon mal ein bisschen was auf der Hand haben. Oh, das war der Trainer mit Rayquaza. Das könnte aber gut sein unter Umständen. Vielleicht kann ich damit mit Felswurf direkt eine Menge Schaden machen. Dann könnte das vielleicht ein guter Trainer sein, um einfach ein paar Erfahrungspunkte abzustauben. Weil ich glaube, Level 25 Rayquaza war noch ziemlich schwach. Ja, ist keine Antikraft, aber wie viel Schaden wird die austeilen? Nicht allzu viel ist die Antwort. Ach, komm schon. Aber ja, ich denke, der Trainer könnte ganz okay sein zum Trainieren erstmal. Warte, waren wir jemals auf Route 212? Fällt mir gerade so auf. Im Großhof ist es schon gewesen. Waren wir hier jemals? Ich glaube nämlich nicht. Oh, deswegen war ich so niedrig gelevelt. Mir fehlt hier noch eine Menge. Okay, sehr schön. Problem ist jetzt nur, dass das Pokémon sich ganz... Level 28? Okay. Ich würde sagen, das Problem ist, dass Pokémon sich ganz vorne ab ist vom Typ Feuer. Werden Feuerangriffe von Regentanz geschwächt? Ich glaube schon. Ja, yeah, werden sie. Genau, das ist eine Sache. Das ist ein bisschen kritisch, aber mal schauen, wie es laufen wird. Mal schauen, wie es laufen wird. Da die Pokémon hier relativ niedrig gelevelt sind, sollte ich auf jeden Fall ein paar Levels mitnehmen können. Hör auf, Sandwirbel zu machen! Dummes Kabuto. Und ja, dann werde ich mich mal ein bisschen hier durchkämpfen. Und wir können auf jeden Fall noch ein wildes Pokémon mit dem. Wisst ihr was? Das wäre. Hör auf, Sandwirbel einzusetzen! Das werden wir gleich machen. Oh mein Gott! Also gut. Schauen wir, was uns hier für ein wildes Pokémon erwartet. Ich gehe einfach davon aus, dass wir hier noch nicht waren. Ich weiß nicht, dass wir hier noch nicht waren. Lass mich aber trotzdem mal eben kurz auf die. Nicht Angel. Auf die Karte schauen! Die Karte, nicht die Angel. Unterherzhofen. Ha, lass mich mal eben nach Herzhofen rüberschauen. Ich bin nämlich gerade wirklich unsicher, ob wir da südlich davon was gefangen haben. Wie sieht die Route unter Herzhofen aus? Waren wir da nicht schon? Ich glaube, von Herzhofen aus bin ich nach rechts gegangen. War ich die da unten? Warte mal. Warte mal. Geht's hier überhaupt einfach so nach unten? Hier geht's so nach unten. War ich da? Oh, hier war der Weg von irgendwelchen Moderatoren blockiert oder sowas. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Okay.
Es gibt gute Bäume, die du mit Honig beschmieren kannst. Sonst gibt welche, bei denen das nicht geht. Wenn du seltene Pokémon anlocken möchtest, musst du den richtigen Baum finden. Du meinst den gelb leuchtenden Baum? Ich glaube, das bekomme ich hin. Aber gut, dann würde ich sagen, wir können doch in diese eine Villa. Huh. Ja, hier war ich ja absolut nicht. Das habe ich wohl übersehen. Honig! Ist das nicht schön? Ich würde gerne auftragen, aber es ist gerade 19 Uhr und ich bin gar nicht mal mehr so fit. Das heißt, ich glaube, ich würde den Honig nur verschwenden. Und es gibt nicht viele Dinge, die mir mehr missfallen als Honigverschwendung. Streife gehen! Tag und Nacht, ich bin so müde. Gähn! Ja, der erzählt mir jetzt Neues. Yo, arbeitest du hart an dir, Trainer? Yo, ich arbeite so hart an mir. Ich glaube, die Trainer hier sollten dann sicher auf einem ziemlich niedrigen Level sein. Lege ich da richtig? Potrot auf Level 27. Ja, das ist, bekomme ich hin. Oh, das ist das falsche Pokémon. Sieh was? Das ist okay. Schnäblein bräuchte auch ein bisschen Training. Ich glaube, Schnäblein ist gerade ein echt schlechter Gegner für Potrot, weil Potrot eine hohe Verteidigung hat. Versuchen wir lieber Bora zu trainieren, welcher übrigens fürs Protokoll nicht stark ist. Der Feuerzahn von Bora ist leider kein so starker Angriff, wie man sich das wünschen würde. Oh, hier haben wir eine Menge hohes Gras. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, unser Pokémon für diese Route zu fangen. Dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um, wenn wir schon mal hier sind. Aber nicht, dass hier allzu viel Dinge zu sehen gibt, die... Tja! So sehen wir uns also wieder. Lange nicht mehr gesehen, mein Freund, aber ich hau ab, weil... Oh, Magnetfalle, okay. Donnerwelle. Und dann Zertrümmerer, schätze ich. Denn Zertrümmerer ist effektiv auf Gestein und Stahl im Vergleich zu Steinhagel, welcher Muskelrückzug will ich nicht einsetzen. Ich kann auch so schon nicht abhauen. Was hältst du davon? Oh, das macht sehr guten Schaden sogar. Und die Verteidigung sinkt. Okay, ich würde sagen, da ist ja das Blatt zu uns in Gunsten gewendet. Und damit hat Schnäblein ein Voluminas besiegt. Sehr beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Was haben wir sonst noch für wilde Pokémon? Da unten geht's noch weiter. Aber da unten komme ich dann wahrscheinlich in die regnerische, das regnerische Gebiet. Schon wieder eins? Seht ihr was? Das trifft sich ganz gut. Das ist ein gutes Training für Schnäblein, muss man fairerweise sagen. Leute, warum können das Magnetbombe, aber ich nicht? Ist ein bisschen unfair. Muss ich einfach mal so gestehen. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich lernen können, wenn ich noch eine zweite Herzsuppe hätte, aber... von denen bekommt man nicht so viele im Randomizer oder im regulären Spiel. Ein Bandsticker. Nicht der erste, aber okay. So. Was hätten wir denn im tiefen blauen Wasser? Hier sind ein paar seltsam aussehende Bären. Versuchen wir doch, ein Pokémon zu angeln oder Surfer zu finden. Es ist ein Krawumms! Das ist an sich cool, aber ich glaube nicht, dass ich in meinem Team Platz für den Normaltypen habe. Es tut mir leid, aber wir werden dich trotzdem mitnehmen. Für den Fall der... Für den Fall der Fälle, habe ich gesagt. Hör auf, Superschall zu machen. Ich will nicht ein Superschall werden. Oh Gott. Okay, Donnerwelle. So, ich würde sagen... Es ist dunkel genug, um den Finsterball einzusetzen, richtig? Ich meine, es ist 19.20 Uhr. Für übliche Pokémon-Spieler ist das finstere Nacht. Ich meine, es zählt als Nacht ab jetzt hier in dem Spiel, oder? Ich glaube, es sollte Nacht sein. Na, das ist kein Effekt, den ich mir gewünscht habe. Ich meine, ich könnte den Krabums auch einfach noch ein bisschen anschwächen. Wer ist mit Zertrümmerer, mein Freund? Ah ja, Schnäblein ist verwirrt. Schnäblein, reiß dich zusammen. Ja, ich auch hoffen, dass du wenigstens im Gegenzug auch nicht angreifen kannst. Schnäblein, komm schon. Und... Ja, das ist kein so hoher Schaden. Das ist ebenfalls kein hoher Schaden. So, dann machen wir noch einen Zertrümmerer. Komm schon, Schnäblein. Yes! Und dann würde ich sagen, ich versuche dann Hyperball zu werfen.
schätze ich. Warum sollte nicht so schwer zu fangen sein? Hoffe ich einfach mal. Wir werden sehen. Bleib im Ball, Krabums. Ja, dann wiederum, ich habe keinen Spitznamen für dich. Das heißt, du kannst mir noch ein bisschen Zeit geben. Ich wollte gerade sagen, du kannst mir noch ein bisschen Zeit geben, weil ich keinen Spitznamen habe, aber okay. Okay, wir müssen uns direkt was ausdenken. Sein Heulen hört man in 10 Kilometer Entfernung. Es gibt alle Arten von Geräuschen von sich. Krach. Krabums. Kabum. Ich habe keine Ahnung. Wird echt nichts sein, aber wir werden es auch sehr wahrscheinlich nicht verwenden. Also spielt sowieso keine Rolle, ob es Kabum heißt oder nicht. Würde ich einfach mal sagen. Okay, Bora. An die erste Stelle mit dir. Und dann schauen wir doch, ob wir hier noch ein paar Erfahrungspunkte für dich auftreiben können. 2 gegen 2. Ja, das ist ein Kampf, den wir nachgehen werden. Los geht's. Zeigt, was ihr drauf habt, ihr Trainer mit Pokémon, die fast 12 Level unter mir sind. Das wird ein sehr spannender Kampf. Ich sollte wahrscheinlich noch nach oben schauen, zu der einen Villa. Aber lass mich erst die Cross-Promotion besiegen. Ich meine natürlich die Pokémon Ranger. Jetzt auf eure Nintendo DS. Das gefällt mir nicht. Scheinungs hat aber keinen Bedroher, oder? Will ich auch hoffen, dass es keinen hat. Falls dann Scheinux und du mach Steinhagel, der eh beide trifft. Und Schaden macht wir. Oh, das ist nicht so viel. Naja, und Vulcanus feuert seines neutral gegen Schnäblein. Allerdings ist sein Angriff nicht wirklich hoch genug, um mit der Verteilung von Schnäblein mithalten zu können. Immerhin. Oh, das war ein Volltreffer. Und Level 37 für Bora. Was seid ihr davon? Schnäblein sollte auch dem nächsten Level-Up noch bekommen. Schnäblein war ungefähr 700 Punkte von dem Level-Up entfernt. Ich glaube, Remoraid wird nicht ausreichend für Level-Up, aber wer weiß. Ich wäre bereit, mich positiv überraschen zu lassen. Vom Gegenteil unter Umständen. Ja, das ist nicht so stark. Oh, und die Verteidigung sinkt. Oh, es kann Blubstrahl. Oh, das ist, das ist gefährlich. Ein bisschen. Das ist fast ein Hört auf, ein S-Line anzugreifen. Schnäblein. Das ist nicht cool von euch. Deswegen werdet ihr jetzt auch beide besiegt. Jetzt nicht anders verdient. Yeah. Okay. 361. Das ist schwer in Ordnung. Und Level Up für Schnäblein. Level 35. Angriff ist immer noch sehr niedrig. Wir bräuchten einen speziellen Angriff für Schnäblein. Das wäre enorm hilfreich. Aber okay. Ich denke, ich werde erstmal versuchen, Bohrer hochzuleveln, so gegen 40. Und dann wäre ich erstmal zufrieden. Eine Morbeere. Nicht allzu gut. Es sind so viele Trainer hier. Ich denke, die werde ich mal eben alle abgrasen und dann schauen wir noch in die Villa rüber. Spirit Kern. Was ist ein Spirit Kern? Das war von dem anderen Zobiris Pokémon, oder? Ja, ein wichtiges Item, mit dem ein Steinturm repariert werden kann. Können wir damit einen Krippuck fangen? Ich glaube schon. Mal schauen. Wir sind ständig auf Streife, es ist sicher hier, selbst nachts. Das ist mir aufgefallen, es ist gerade Nacht. Wie es der Zufall so will. Aber wir haben ja noch eine Menge Trainer vor uns. Gut, da sind noch ein paar gratis Erfahrungspunkte für mich. Oh nein. Das könnte jetzt der übelste Kampf von allen werden. Voluminas hat Rückentzug eingesetzt. Und zusätzlich gerade Eisenabwehr. Und ich habe schon davor nicht viel Schaden gemacht. Was mache ich jetzt am besten? Magnetbombe. Hör auf, Magnetbombe zu machen. Ich meine, es macht wenigstens an mir noch weniger Schaden, aber das ist nicht gut. Ich denke, ich werde X-Angriff einsetzen, um meinen Angriff noch zu erhöhen. Dann hoffen wir auf das Beste. Nein, nicht Eisheiler. Kampf-Items. X-Angriff. Angriff von Bora steigt.
Problem ist, dass Voluminas irgendwann jetzt nochmal Eisenabwehr einsetzen wird. Und das wird nervig. Ich kann mir vorstellen, dass darauf hinausläuft, dass seine Verteidigung ausmaxen wird. Oh, ich will wirklich nicht. Wie soll ich das jetzt überhaupt machen? Habe ich noch ein paar Reiler? Nimm Lava-Keks. Ist ein Lava-Keks, Bohrer. Und dann greife an. Wir müssen angreifen. Oh mein Gott, dieses Voluminas ist ein Problem. Setz bitte weiterhin Magnetbombe ein. Mach nichts anderes. Die Magnetbombe ist das Beste, was du machen kannst, Voluminas. Lass dir da absolut nichts anderes einreden, okay? Okay. Feuerzahn. Komm schon. Nein. Ich denke, ich sollte einfach Feuerzahn einsetzen und hoffen, dass es irgendwann verbrennt. Und dann wird es extra... Oh mein Gott. Oh Gott. Kann Pokémon bei Regen verbrennen? Ich hoffe doch. Sonst habe ich nicht ein Problem. Oh mein Gott. Das wird noch lange dauern. Ich meine, ich habe jetzt über die Hälfte von Voluminas schon abgezogen. Das ist soweit ganz gut. Ich habe das Gefühl, die zweite Eisenabwehr hat nicht so viel die Verteidigung gesteigert, wie ich das zunächst dachte. Das heißt, das ist ganz gut. Aber wir bekommen keine Verbrennung hin. Und meine AP für Feuerzahn sind fast aus. Ich werde übrigens nicht begeistert sein, wenn sich herausstellt, dass dieser Trainer eine Heilung hat. Oh, ich werde so sehr nicht begeistert sein. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe noch niemanden gesehen, der so sehr nicht begeistert von irgendwas ist, wie ich, wenn ich herausfinde, dass er eine Heilung hat. Ich glaube, er hätte sie dann aber schon eingesetzt. Sie setzen die Heilungen immer ein, wenn ihre Pokémon im gelben Bereich sind. Oder unter einem gewissen Prozentsatz. Weil ich auf jeden Fall jetzt schon erreicht sein sollte. Ich denke, bei dem dritten oder so. Keine Ahnung, ob sie direkt beim gelben Bereich heilen. Feuerzahn! Komm schon! Verbrennung! Verbrennung! Aber okay. Wir haben noch zwei Feuerzähne. Und gleichzeitig hat Voluminas nicht mehr viele Leben. Das ist gut. Das ist ein großer Fortschritt. Feuerzahn. Komm schon. Oh. Die Donnerwelle. Bisschen nervig, aber ich kann den Sieg förmlich schmecken. Ich hab ihn förmlich auf der Zunge. Komm schon. Sei nicht paralysiert. Oh mein Gott. Okay, Verteidigung ist ausgemaxt von Voluminas. Ich bin aber sehr froh, dass es damit noch bis zum Ende gewartet hat. Da hätte es nämlich direkt von Anfang an machen können. Und dann hätten wir ein Problem bekommen. Was? Da muss es auch Rückentzug einsetzen. Vor allem hat es, glaube ich, sowieso schon die Fertigkeit, dass ich nicht abhauen kann. Oh, anstrengend. Aber wir haben gewonnen. Puh, verdient es fast Level Up. Okay, damit wird deine Stärke eindrucksvoll zur Schau gestellt. Ja. Und deine Passivität auch. Keine Sorge. Lass mich mal da eben rüber surfen, wenn wir schon mal hier sind. Ich will das. Daunenreigen. Ist okay, denke ich. Aber nicht das, wonach ich gerade suche. Also gut, schauen wir doch hier mal hin. Pokémon-Landgut, Pokémon-Besichtigungen nach Vereinbarung. Ich habe keine Vereinbarung, aber ich gehe trotzdem rein. Nur mal so zwischen uns beiden. Ich denke, ja, wir gehen viel zu oft auf, Streife. Das glaube ich nicht. Oh, mein Pokémon schläft da im Bett, das ich aus Übersee habe einfliegen lassen. Ich bin recht begütert, falls dir so nicht aufgefallen ist. Begütert. Das ist ein Wort. Oh, das ist ein sehr begüterter Typ. Das sieht man direkt. Corazon übrigens. Corazon ist so ein freundliches Pokémon. Ich hoffe, wenn sie ihm eine Weiterentwicklung geben, wird die ebenfalls sehr freundlich sein und nicht ein gruseliges Monster, welches auf dem Korallensterben, das auf der ganzen gesamten Welt stattfindet, basiert. Das fände ich nämlich echt bedrückend, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen, wie es mit Pokémon Schwert und Schild aussieht. Ich habe ja gehört, dass Corazon dann eine Weiterentwicklung bekommen soll. Ah ja, wie gesagt, ich hoffe, sie wird sehr fröhlich sein und nicht deprimierend. Operator Zoe, bitte schon zu Ende. Schon in Ordnung, reiche Leute, irgendwas. Die geben auf jeden Fall eine Menge Geld, das ist gut. Denn, eine Sache, die wir eventuell auch machen könnten, wäre, dass wir mal ins Casino schauen, was wir uns für das Geld alles holen können. Die Sache ist nämlich, ich habe so viel Geld bekommen inzwischen von ganzen Trainern. Ich habe 145.000 Poké-Dollar, okay? Und die würde ich gerne einsetzen.
Beziehungsweise wir können uns dafür vielleicht irgendeine TM holen. Ich sollte mal nachschauen, ob da irgendwas Gutes ist. Dann wiederum, ich glaube, ich kann nicht direkt nachschauen, was es für ein Angriff letztendlich wird. Da müsste ich dann auf gut Glück was kaufen und ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Hm, mal schauen. Hey, hey, ja, Moment. Zurück. Ich habe den Pokéball da ganz genau gesehen. Eisen. Oh, okay. Oh, und diese Pokémon-Statuen. Kann es sein, dass sie nicht mehr welche allzu oft gibt in den Spielen? Dass es hier eher ein kleiner Rückblick ist. Und die sehen mehr aus wie kein Gamma als Skizeross, fällt mir gerade auf. Ah. Gamma hat auch so seltsame Ohren. Hier geht es zum Trophäengarten. Der Garten steht allen Besuchern offen, aber Vorsicht, im Garten können plötzlich wieder Pokémon auftauchen. Oh, so. Plötzlich wilde Pokémon auftauchen im Garten. Das wäre ja eine Schande. Ich glaube, Trophäengarten habe ich auch komplett mit Generation 6 durcheinander gebracht. Wo es auch solche Gärten gibt, die man aufsucht. Hubelupf! Welches Level entwickelt sich Hubelupf? Ich weiß es nicht, aber... Auf jeden Fall ein gutes Pokémon, das wir weiterentwickeln können, wenn wir die Gelegenheit bekommen. Ich habe wieder vergessen, den Flottbar einzusetzen. Jedes Mal vergesse ich das aufs Neue. Ich meine, Hubelupf an sich ist absolut entsetzlich. Verstehe mich da nicht falsch. Aber wenn wir es weiterentwickeln können, wer weiß, was wir alles bekommen könnten. Das kann vielleicht Schlafpuder oder sowas lernen. Was auch ganz nett wäre. Ich glaube, es entwickelt sich auch erst auf Level 36. Das heißt, das wäre aktuell auch etwas ungünstig. Ist schon Finsterball-Saison. Komm schon. Nein. Nein, immer noch nicht. Und da ist das Giftpuder, welches aber keine Wirkung hat. Hyperball. Flieg und Sieg. Und fand das Hubelupf. Schon. Müssen wir es jetzt wirklich schwächen? Ist das jetzt wirklich nötig? Aber okay. Wenn es sein muss, dann machen wir einen Zertrümmerer. Ich hoffe, du bist zufrieden. Oh, das macht entsetzlich wenig Schaden. Ich dachte, der Zertrümmerer... Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Oh, vielleicht macht der Zertrümmerer zu viel Schaden, aber... Ich habe das Gefühl, ich habe Schnäbleins Angriff in der Situation deutlich überschätzt. Okay. Wenn ich nochmal Zertrümmerer einsetzen würde, würde Hubelupf das überleben? Sollte... Ja, wird es auf jeden Fall. Hm. Wir werden trotzdem erstmal einen Hyperball werfen. Nachdem ich jetzt sowieso gerade ein Schläflein eingelegt habe. Komm schon! Yes! Wir haben Löwenzahn gefangen. Ich meine, ist das Löwenzahn-Pokémon? Ich wusste, dass Löwenzahn unter neuem Namen weiterläuft. Beziehungsweise mehr oder weniger ein Reboot namens Löwenzähnchen. Ich habe nie was davon gesehen, aber existiert. Ich bin nicht mehr ganz in der Zielgruppe, müsst ihr wissen. Sobald es wärmer wird, blüht es auf. Es schwebt am Himmel und nimmt so viel Sonnenlicht wie möglich auf. Löwenzahn. Als Peter nicht mehr dabei war, war Löwenzahn für mich gestorben. Hubelupf, Blume, Sonnenblume. Nicht Sonnenblume, Löwenzahn. Von Löwenzahn kennen wir den guten Peter. Also ist das Löwenzahn-Pokémon weiblich. Wo sind Buchstaben? die gute Petra. Ich recht? Ja, yeah, das ist, ziemlich kreativ. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich jemandem Pokémon für dumme Spitznamen geben muss. Soll. Irgendwo muss ich die Spitznamen auch hernehmen, okay? Ich bin auch keine Spitznamenmaschine. Ich fahre Leute nicht, ich mache nur eine kleine Pause. Wenn ich offiziell eine kleine Pause mache, kann ich auch offiziell im Bett liegen. So ist das bei mir Sitte. Yeah, das ist auf jeden Fall. Das ist eine Einstellung, die ich nachvollziehen kann. Nicht wirklich, ich lege mich nie tagsüber ins Bett, aber... Habe ich das jemals gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wusstest du, dass du im Trophäengrad Pokémon fahren kannst? Und wenn du also einem Pokémon... Wenn du das einem Pokémon gibst, wird es schneller freundlich. Noch eine Sanftglocke. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt nachschauen, wie viele Sanftglocken wir haben. Denn wir haben so viele bekommen im Laufe des Playthroughs. Wie viele Sanftglocken haben wir? 3 Bandsticker.
3-mal Seegesang, 4 Sanftglocken. Jetzt ist aber langsam genug. Ich meine, danke, schätze ich, aber es ist genug. Tauchball. Oh ja, Tauchball. Bei der Tauchball, kann man tauchen? Ja, so in 4? Nein, es kam erst in 5 wieder zurück. Oh, und dann nie wieder. Ein Omega Rubin Remake. Mit Tauchball will ich nachschauen. Ein Ball, mit dem sich Pokémon, die auf dem Meeresgrund leben, besser fangen lassen. Sind damit vielleicht Pokémon gemeint, die man geangelt hat? Willkommen! Hier kannst du ein stolzes Landgut zum Kampf auffordern. Die 5 Zofen. Die Aufgabe besteht darin, alle 5 von uns hintereinander zu besiegen. Und zwar ohne Pause. Oh. Okay, okay, okay. Ja, 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 ja. Okay. Wir fangen an. Meine Lieblingsfarbe ist blau und deshalb fange ich auch an. Ergibt Sinn. Ich hoffe einfach, dass ich Erfahrungspunkte dafür bekomme. Das wäre ganz hilfreich. Oh, ein Plauder-Guy. Ich hoffe, wir werden das Level 25 Plauder-Guy direkt mit dem Feuerzahn gekillt bekommen, aber ich bin fast optimistisch. Jetzt muss ich eigentlich insgesamt für alle Kämpfe zusammen 6 Runden oder weniger brauchen, oder pro Kampf weniger als 6 Runden? Wir werden sehen. Du bist so stark. Yeah, ja, das stimmt schon. Es ist schön, dir im Kampf zu begegnen. Grün ist meine liebste Farbe. Meine Lieblingsfarbe ist, keine Ahnung. Mein Schwarz ist technisch gesehen eine Lieblingsfarbe. In irgendeiner Hinsicht. Ich würde mich für ein gutes altes Schwarz entscheiden. Ich denke, ich mache einfach Knirscher. Die gute alte Knirscher hat mich noch nie im Stich gelassen. Wie gesagt, noch nie im Stich gelassen. Und da sind sehr einfache Erfahrungspunkte für Bora soweit. Du bist so stark. Ja, ja, das erzählt man sich. Ich war Nummer 2 und schon ganz schön zäh, aber die nächste ist noch zäher. Meine Glücksfarbe ist gelb. Gelb wie die warmen Sonnenstrahlen. So bin ich. Sonnenstrahlen sind nicht gelb. Warum soll Sonnenstrahlen gelb sein? Rechtfertige dich. Oh, die sind jetzt mal ein bisschen stärker. Level 29 Diktri. Gute Sache ist, dass Diktri eine sehr... Oh, komm schon, ihr verschwendet Zeit. Ich würde sagen, die gute Sache ist, dass Diktri eine sehr niedrige Verteidigung hat. Was auch immer noch der Wahrheit entspricht, aber komm schon. Oh mein Gott. Ach. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Das hat so viel Schaden gemacht. Du bist so stark. Das war gerade mal Nummer 3, oder? Nächste Zofe ist ein ganz kleines bisschen stärker als ich. Ich kann ohne Pink gar nicht leben. Und ich bin die 4. in diesem, irgendwas. Nummer 4. Oh, Fosteka ist ein perfekter Gegner. Fosteka bekommt einen Feuerzahn. Und dann werden wir sehen, ob es noch steht. Was gut sein kann, es hat nämlich eine sehr hohe Verteidigung. Aber die Schwäche hat sich durchgesetzt. Sehr schön. Level up für Bora. Level 39. Du bist so stark. Ja, yeah. Ja, doch, ja. Yeah. Die nächste Zufe ist super stark. Herzlichen Glückwunsch, bereits 4 Zufe hast du besiegt. Jetzt hast du 5 Runden gebraucht. Insgesamt muss die Anzahl der Runden genau 6 betragen. Ich stehe für die Farbe Rot. Bereite dich vor auf Nummer 5. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Außer es ist ein Pokémon, das ich gerade sehr glücklich one-shotten kann. Und ich kann euch versprechen, dass Relikant kein Pokémon ist, das ich glücklich one-shotten kann. Relikant ist sogar ein Pokémon, gegen das ich auswechsle für Strammen Max. Denn, das ist nicht gut soweit. Das ist doch mit Diktri. Wäre das nicht da gewesen? Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Und schon haben wir die Runde überstiegen. Reicht eigentlich Erdbeben, um dich zu one-shotten? Ich glaube, Relikant könnte eine relativ akzeptable Verteidigung haben. Ich meine, das Relikant ist quasi ein lebendes Fossil. Oh, so viele Runden. So viele Runden. Aber wenn ich das Ganze nochmal machen könnte, dann könnte ich das mit Strammer Max machen und ich könnte alles problemlos abschließen innerhalb von 6 Runden. Du bist so stark!
5 von uns hast du besiegt. Das schaffen nur die wenigsten. Glückwunsch, nicht übel. Die angestrebte Rundenzahl betrug 6. Du hast 8 Runden benötigt, um die Zofen zu besiegen. Oh, na, das war dann doch eher ernüchternd. Aber was soll's, immer noch hast du die 5 Zofen besiegt. Darauf kannst du stolz sein. Komm bitte morgen wieder. Okay, das kann man jeden Tag machen. Ich meine, alle Erfahrungspunkte für mich. Ich glaube, ich werde mal eben noch kurz eine kleine Heilung verwenden. Denn ich habe ja keine Ahnung, was uns noch erwartet. Und der gute Bohrer? Der gute Bohrer will weiterleben. So, ich würde übrigens sagen, wir machen das heute noch. Und dann werde ich die Route 212 noch zu Ende. Herr Reichedel hat da so ein sündhaft teuer aussehendes Buch. Es übt eine seltsame Anziehungskraft auf mich aus. Ja, dann mache ich noch Route 212 fertig. Und dann sind wir beim nächsten Mal bereit für die Arena. Mehr oder weniger. Herr Reichedel ist der Besitzer des Anwesens. Das ist sein Büro. Es tut mir wirklich leid, aber der Bereich ist ab hier für Besucher gesperrt. Bitte geh nicht dort entlang. Herr Reichedel schimpft wieder mit mir, weil ich fremde Leute durchlasse. Herr Reichedel. Ich nehme das mal mit. Schaufler. Ah, ich habe nicht wirklich Pokémon davon profitiert. Darfst du dir anschauen? Berühren darfst du die Pokémon-Statue nicht. Stopp! Das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten! Hallo, hallo! Willkommen auf meinem prächtigen Landgut. Hier gibt es viel, drinnen und draußen, auf das ich sehr stolz bin. Mein größter Stolz ist aber der Trophäengarten. Warum weite Reisen auf sich nehmen, wenn Pokémon sich von ihm angezogen fühlen? Sie kommen in meinen Garten, um meinen Garten zu sehen. Und du bist herzlich eingeladen, ihnen dabei Gesellschaft zu leisten. Oh Master, das ist wirklich eine wunderbare und großzügige Person. Auf seine Anweisung hin. Was steht der Gärtner allen offen, auch Trainern? Die Regale sind vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Naja, meine auch, aber ich bin nicht Herr Reichedel. Gut, dann würde ich sagen, Route 212 und dann habe ich genug geschafft für heute. Ich bin gerade 1,5 Stunden dabei, diese Folge aufzunehmen fürs Protokoll. Es zieht sich ein bisschen. Okay, ich schaue in das Haus. Scherben gesucht. Tausche gegen Pokémon-Attacken. Ich habe keine Scherben. Ich dachte kurz, ich kann dir meine Pokémon aufheilen oder so. Aber ich will gar nicht sie ansprechen. Ich würde sagen, ich bin erstmal fertig soweit. Ich weiß, ich wollte noch die ganze Route machen, aber ich bin so lange dabei. Ich bin ein bisschen erschöpft immer noch. Das geht mir gerade alles zu lang. Ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir trotzdem, ich werde dann noch schnell durch den Rest der Route spulen und dann stellen wir uns die Arena. Was eventuell gut ausgeht, aber wahrscheinlich nicht. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Spiel gespeichert.